Guten Abend, YouTube. Wir kommen hier zu einem Unpacking. Diesmal wieder ein Anime-Unpacking. Ich habe mal alle Sachen, die ich mir jetzt letzte Zeit bei eBay gekauft habe, zusammengelegt. Und ja, das packe ich jetzt mal aus wieder für euch. Es sind wieder ein paar Animes, auch ein paar wertvolle wieder für mich. Erstmal das Mädchen mit den Zauberhaar. FSK ab 6 Jahren. Soll ganz gut sein, hat mir der Mugi alias Dadestube empfohlen. Und wer hat den denn noch? Ich glaube, der SSJ für Lobo alias Marco. Hat den, glaube ich, auch gehabt. Ich meine, ja. Deswegen habe ich mir den gekauft für 9,99 €. Ja, sieht ganz interessant aus. Dann habe ich mir Ninja Research Faction geholt. Ja, sieht auch sehr gut aus, aber dann gleich mehr. Ups. Nicht wundern, die habe ich für alle ein bisschen hier aufgemacht, dass es gleich leichter geht. Dann Conan den Film Nummer 2. In der limitierten Edition. Die limitierten Edition sind vergriffen, deswegen habe ich da auch ein bisschen mehr für bezahlt. Weil ich lieber als limitierte Edition will. Dann Film Nummer 10. Und ja, den hätte ich mir auch woanders kaufen können. One Piece. Film Nummer 2 müsste das, glaube ich, sein. Ja. Den ersten habe ich mir jetzt gebraucht gekauft, deswegen habe ich auch kein Video dazu gemacht. Ich denke, wir fangen mit den normalen Filmen an. Das ist das Mädchen mit den Zauberhaaren. Ach, hier war auch eine Schlaufe, die habe ich gar nicht gesehen. Aber es ist ja nicht wichtig. So, das Motiv finde ich sehr schön. Vielleicht erkennt man das. Hoffe ich, ist das Licht nicht so hell. Das FSK-Logo ist ein bisschen auch bei diesem Film nervig, aber stört mich jetzt nicht so sehr. Technische Daten, Laufzeit, Hauptfilm 91 Minuten, Bild 1,78,1, 16 zu 9, Ton DDS 5,1, Sprechen Deutsch, also Sprachen Deutsch, Japanisch, Untertitel Deutsch, Originalcode 2. Ach, hier ist ein Wendecover, das ist schön. So mag ich das, direkt gleich mal machen. Hier steht dann hinten noch, warte, jetzt mache ich fast die Hülle kaputt. Die neunjährige Chico lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf auf dem Land. Den Bewohnern ist nach dem Krieg nicht viel geblieben. Doch das stört Chico nicht im geringsten, denn das aufgeweckte Mädchen hat eine blühenhafte Fantasie. Immer wenn sie ihr Haar kräuselt, kann sie dank ihrer Vorstellungskraft in die Vergangenheit zurückreisen und das Dorf und die Menschen wie vor 1000 Jahren sehen. Als sich in der Schule mit den anfangs schüchternen Kiko anfreundet, beginnt für beide ein aufregendes Abenteuer. Denn in der Vergangenheit scheint vieles in der Vergangenheit scheint vieles ungehenden unge ach, was lese ich denn da? In der Vergangenheit scheinen viele ungelöste Rätsel zu geben. Ein zauberhaftes Märchen für die ganze Familie über Freundschaft, Verlust und über die Macht der Fantasie. Ja, hört sich ja gut an. So, dann Ninja Resection oder Resurrection. Ab 16 Jahren freigegeben. Die blutige Rache des Yuba Yagyu. Ja, doch, die ist auch noch. Ich hatte schon gerade Angst, die wäre nur eingeschossen. Motiv finde ich ganz in Ordnung. Der Ninja-Kämpfer Yubei hilft der japanischen Regierung, ein Dorf von einem irren Sektenführer zu befreien. Doch kaum ist das Gemetzel beendet und der selbsterklärte Jesus tot, erwacht er plötzlich als der leibhaftige Teufel zu neuem Leben. Es droht ein gewaltiges Massaker, das nur verwegene Yubei verhindern kann. Diese zweiteilige OVA ist von demselben Regisseur wie wie die bekannten Serien Hellsing. Die blutige Story ist genau das Richtige für jeden Horror-Martial-Arts-Fans. Außergewöhnlich ist die musikalische Vertonung der OVA, die von dem Warschauer Sinfonieorchester übernommen wurde. Ja, hört sich ja gut an. Leider nichts drin, aber das Motiv sieht auch in Ordnung aus. Gucke ich heute auch noch. Den gucke ich mir heute an. Obwohl, ich glaube, ich lade den Film gleich, also das Video hoch, dann gucke ich mir wahrscheinlich wieder nichts an. Ja, Detektiv Conan, der Film 2. Ich mag die Serie. Die Filme liefen auch letztens alle auf RTL 2, zweimal. Little 2. Ja, sieht ganz gut aus. Ich mag Conan. Ich lese das jetzt aber nicht alles hier vor, weil es mir zu viel ist. Außerdem habe ich eh einen Sprachfehler. Der zweite Spielfilm aus den durch ihre jahrelang Ausstrahlung auf RTL 2 bekannte und außer erfolgreiche Detektiv Conan-Reihe von Gosho Oyoyama Conan in Kinoqualität. Spannend mit reißenden Überraschungen bis zur letzten Sekunde. Sprachen Japanisch und Deutsch, Untertitel Deutsch, Laufzeit 110 Minuten, Sound Dolby Digital 2.0, Format 16 zu 9, Bonus 60-seitiges Booklet.
Dann kriege ich das hier raus. Geht das so raus? Jupp. Joa. Werbung. Das ist dieses Booklet. Ich finde aber auch die Boxen so schön. Heides kann ich ja immer selber, aber steht voll auf die Serie. Läuft ja leider auch nicht mehr. Aber kann ich jetzt auch mal sagen, auf Viva kommt bald. Irgendwas mit Federn, wie hieß das nochmal? Oh, wie hieß das? Cold irgendwas. Und Naruto. Aber Naruto ist geschnitten abends, aber um 1 Uhr kommt eine ungeschnittene nochmal auf Viva. Die ersten 10 Folgen, glaube ich. Einfach mal angucken. Ja, nichts Besonderes eigentlich. Nur der Schuber ist für mich wichtig. Und das Buch ist Nebensache, dieses Booklet. Aber es ist schön, dass da eins bei ist. Werbung interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Hinten ist noch, was geht's nicht rein? Ein anderes Bild, auch schick. Vielleicht mache ich mir doch ein DVD-Abend heute. Lad's hoch und kommentiere dann weiter morgen oder so. Mal gucken. Film 10. Ich weiß gar nicht, wie viel es geht. Und das ist der Titel, das Requiem der Detektive. Jo. Deutsch, Japanisch, selbe 110, eigentlich alles selbe. Ab 12 Jahren ist der, aber der eine war ab 6. Das sind die Mangas, habe ich kein einziges. So, das Motiv hier, so. Hinten ist noch so ein schönes Bild. Oh, die CD sieht aber geil aus, die glänzt so. Seht ihr das? Seht ihr das? Geil. Das Booklet, ach komm, ich zeig's euch auch. Ich muss aber schneller machen, wir haben 15 Minuten, ich bin schon bei 6 und habe erst die Hälfte gezeigt. Und so länger das Video wird, umso länger dauert es bis oben ist. Und das nervt, wenn es dann abgebrochen wird. Hier war auch keine Werbung bei. So, und One Piece. Ja, die Serie habe ich früher gerne geguckt. Dann wurde es aber nur noch wiederholt. Und dann haben Tele 5 die Folgen über die neuen Staffeln übersetzt, aber die haben dann auch über 100 Mal wiederholt. Dann habe ich es nur noch Wochenende geguckt. Da morgens um 6 Uhr, da war das lief. Hier ist, glaube ich, der Einzelfilm drin. Selbe Motiv. Hier ist noch ein Poster dabei. Das hat dasselbe Bild wie auf der DVD-Hülle. Deswegen zeige ich das Poster gleich auch nicht ganz. So. Sprachen Deutsch, Japanisch. Untertitel Deutsch. Ton 2.0. Format 4:3. Laufzeit 55 Minuten, 6 Minuten Kurzfilm steht noch. Bonus, Poster und Kurzfilm. Oh, Strohhut aufsetzen, Bündel Room klar machen und einschiffen. Zum zweiten großen Filmarbeiter von Ruffy und seiner wegende Crew. Bewegen wieder die See, Adrenalin geladen wie ein Sprung von der Planke. Und sicher nichts für Landratten. Ja, mein Lieblingscharakter ist übrigens Zorro, wenn es den jemanden interessiert. Ich finde aber auch die, wie heißt sie nochmal? Die mit den vielen Armen geil. Ich habe die sehr lange nicht mal geguckt. Ach, hier kann man die DVD reinziehen. Hier ist das Poster. Ich krieg's aber nicht ganz zusammen, deswegen zeige ich das nicht so. Hier seht ihr, das ist dasselbe. Ja, das war's eigentlich. Diese Animes habe ich mir gekauft. So. Ich sag auf Wiedersehen und vielleicht drehe ich jetzt noch ein anderes Video, aber eigentlich nicht. Ich lade das jetzt gleich hoch und lade noch ein älteres Video, was ich auf dem PC habe. Ich denke im PSP Collection, ach nicht PSP, PSP Spiel war das noch, im Rollenspiel, ja genau. Macht's gut und ich freue mich über Kommentare und Bewertungen. Ja, wenn ihr keine Animes-Fans seid, danke, dass ihr trotzdem zugeguckt habt. Ja, ich sag tschüss.